Jeder hat sich schon einmal Gedanken zu dem hier gemacht. Er repräsentiert schließlich etwas Gutes. Eine tolle Geste für Offenheit, Inklusion und Antidiskriminierung. Habt ihr euch mal gefragt, was der Regenbogen für euch selbst bedeutet? Wenn das der Fall ist, umso besser. Denn wir werden heute einmal zusammen schauen, was dieses Symbol tatsächlich zu bedeuten hat und ob ihr dann immer noch genauso denkt. Dazu schauen wir uns jetzt die Hintergrundgeschichte, den Zusammenprall von Feminismus und Queerfeminismus, die Kombination verschiedener Diskriminierungskonzepte und ein daraus entstehendes Machtgefüge, die zunehmende Frühsexualisierung von Kindern durch öffentliche Institutionen und den Universalismus des Regenbogens an. Und ich denke, ihr merkt schon, wenn man das ganze Ding hier in 7 Kapitel unterteilen kann, dann geht es nicht darum, dass jeder in seinem Schlafzimmer doch das machen soll, was er möchte, sofern alle Beteiligten einverstanden sind, versteht sich. Hier, auf dem Alexanderplatz! Dies ist eine Aufforderung an alle Behörden, unsere Politik, unsere Gesellschaft. Warum nicht nach dem ersten Tor und jedem Tor? Es klingt verrückt, aber es ist ein Zeichen, was sie uns nicht nehmen können. Ein Kuss auf den Mund von 2 Spielern. Der Torschütze wird von jedem Spieler auf den Mund geküsst. Penisse im Kinderbuch. Aber auch darum, warum es sich eigentlich schön anfühlt, wenn man den Penis anfasst. Der Ursprung des ganzen Regenbogenwahnsinns liegt schon etwas zurück. Dazu gehen wir in das Jahr 1953. Der Vater der menschlichen Sexualforschung, auf der moderne Ideologie wie eben die LGBT-Community aufbauen, war Alfred Kinsey. Kinsey war hauptberuflich Sexualforscher und führte als erster Studien über das Sexualverhalten des Menschen durch. Die Ergebnisse veröffentlichte er in dem Buch Sexual Behavior in the Human Female, besser bekannt als der Kinsey Report. Eben dieses Buch sorgte für einen Boom in der Sexualität und der sexuellen Entfaltung in den USA. Sex war offiziell kein Tabuthema mehr und man widersetzte sich durch das offen darüber reden und das Ausleben sexueller Aktivität der Kirche, die bis dahin konservative Grundsteine in das Leben der Amerikaner brachte. In den Chefetagen beim Friseur und im Baseballstadion sprachen die Leute über Kinseys Ergebnisse. Das ist toll. Je mehr man über etwas Bescheid weiß, umso erfolgreicher ist man darin. Plötzlich sagte jemand, hier habt ihr Amerikaner euer Sexzeugnis. So sieht's aus. Das erklärt wohl die enorme Resonanz. Was jedoch damit einherging, war, dass Pädophilie salonfähig gemacht wurde. Denn ein Grundstein von Kinseys Forschung war eben die Untersuchung von Sexualität bei Kindern. Sein Ziel war es zu zeigen, dass die Sexualität des Menschen altersunabhängig ist. Dazu sollten aber auch noch Theorien über die Sexualität von Menschen zu Tieren kommen oder über die sexuellen Beziehungen von Eltern zu Kindern oder wie hier konkret beschrieben, von Vätern zu Töchtern. His co-author Wardell Pomeroy, a prominent sexologist, has written that the Kinsey research uncovered, quote, many beautiful and mutually satisfying relationships between fathers and daughters. Pomeroy also in his sex education book Boys and Sex refers to the possibility of, quote, loving sexual relationships, unquote, between children and animals. Mit Kinseys Forschung zementierte sich die Theorie, dass Menschen durchgehend sexualisiert werden, aber auch umgekehrt, sie immer ein sexuelles Verlangen haben. Kinsey inkludierte dabei natürlich auch Kinder und Kleinkinder in seine Studien. Seine Ergebnisse diesbezüglich zeigte er dann in Tabelle 34, Examples of Multiple Orgasms in Pre-Adolescent Males, zu Deutsch Beispiele für multiple Orgasmen präpubertärer Männer, was konkret bedeutet Kinder bis 14 Jahren. Dabei hat er die Probanden nach Altersgruppen geordnet und gemessen, wie viele Orgasmen die, sagen wir wie es ist, unter anderem nicht einmal 1 Jahre alten Kinder innerhalb eines Zeitintervalls hatten. Daraus schlussfolgerte er dann also, dass der Mensch zu jeder Zeit ein sexuelles Wesen sein muss. Selbst dann, wenn der Verstand noch gar nicht so weit ausgeprägt ist, um aktiv darüber nachzudenken. Um etwas hinter die Forschung zu blicken, schauen wir zunächst auf die Person Alfred Kinsey. Dazu gibt es einen Film mit Liam Neeson. Allerdings zeigt der Trailer zu dem Film lediglich Eindrücke aus den Befragungen der volljährigen Studenten und wie die erwachsenen Frauen dann reagiert haben, nachdem er seine Ergebnisse mit dem Buch Sexual Behavior in the Human Female veröffentlicht hatte. Kurzum, der Trailer lässt jegliche kritische Auseinandersetzung mit der Person Alfred Kinsey vermissen.
Wir müssen uns die Frage stellen, warum eine Person wie Kinsey, der lange Zeit seines Lebens als Gallwespensammler arbeitete und Insekten untersuchte, eine so abwegige Änderung seines beruflichen Werdegangs anstrebte. Wer ihm jetzt Böses unterstellen will, könne sagen, dass er Interesse daran gehabt habe, seine Vorlieben in den Rahmen des Denkbaren innerhalb der Bevölkerung zu schieben, sodass er diese nicht weiter verstecken muss und diese offen ausleben könne. Vielleicht war er auch überzeugt davon, dass es neben ihm noch weitere Personen mit entsprechenden Interessen und Vorlieben gibt. Und nach diesen Gedankengängen hatte sich Kinsey sein Team zusammengesucht. Zu den engsten Mitarbeitern Kinseys gehörten Paul Gephardt, der später sein Nachfolger im Institut wurde, sowie Wardell Pomeroy und Clyde Martin. Alle waren Co-Autoren des Kinsey Reports. Bevor jemand ins Team aufgenommen wurde, musste er seine sexuelle Fallgeschichte abgeben. Wer nicht die richtigen Antworten parat hatte, schied aus. Judith Reisman beschreibt einige Mitarbeiter als junge, verunsicherte Männer, die sich nach männlicher Zuwendung und Bestätigung sehnten. Ihre Bereitschaft, sich Kinseys sexuellen Forderungen zu fügen, war Kinsey möglicherweise wichtiger als ihre Fachkompetenz. So hatte Clyde Martin keinerlei fachliche Ausbildung in Statistik. Dennoch war er für die statistische Analyse sämtlicher Daten verantwortlich. Selbst Forderungen der Rockefeller Stiftung, die lange Zeit Kinseys wichtigster Geldgeber war, dass ein professioneller Statistiker ins Team müsse, konnte Kinsey nicht dazu bringen, dem Problem abzuhelfen. Einem Kinsey waren somit die sexuellen Interessen weitaus wichtiger als die fachliche Kompetenz. Die Theorie, dass Kinsey seine Forschungen dazu nutzte, um seine Vorlieben und die der ihm Gleichgesinnten zu normalisieren, scheint immer weniger abstrus, wenn wir sehen, was Kinsey fernab der Öffentlichkeit für ein privates Doppelleben geführt hat. In einem sorgfältig verborgenen Raum unter dem Dach seines Hauses veranstaltete Kinsey regelmäßig Gruppensex-Spiele mit seinen Mitarbeitern und ausgewählten Gästen. Nicht nur die Mitarbeiter und ihre Frauen mussten dabei mitmachen, sondern auch Clara Kinsey. Kinsey ließ die heterosexuellen, homosexuellen und sadomasochistischen Szenen von einem professionellen Kamerateam filmen. Die Frau eines Mitarbeiters beschrieb später Jones gegenüber den krankmachenden Druck, dem sie sich ausgesetzt fühlte, damit sie sich beim Sex filmen ließ. Ich hatte den Eindruck, dass die Karriere meines Mannes im Institut davon abhing. Kinsey selbst litt unter extremem Sadomasochismus. Immer wieder nahm er gewaltsame, außerordentlich schmerzhafte Manipulationen an seinem Genital vor. Für seine homosexuellen Neigungen reichten ihm seine Mitarbeiter, etwa Pomeroy und Martin, nicht aus. Wenn der Druck zu groß wurde, wich er in die homosexuellen Szene Chicagos aus. Neben diesen homosexuellen und sadomasochistischen Zügen wies Kinsey zudem auch noch Pädophilie auf. Die Forschungen an minderjährigen Kindern haben dies natürlich schon offenbart. Jedoch gibt es dazu eine offizielle Stellungnahme vom Kinsey-Institut. In einem von Paul Gephardt und dem Kinsey-Team 1965 publizierten Buch ist die Auffassung des Kinsey-Instituts zu sexuellem Missbrauch von Kindern so zusammengefasst. Das Entsetzen, mit dem unsere Gesellschaft auf den Erwachsenen blickt, der sexuellen Kontakt mit Kindern hat, relativiert sich, wenn wir das Verhalten anderer Säugetiere untersuchen. Sexuelle Aktivitäten zwischen erwachsenen und unreifen Tieren sind gängig und scheinen aus biologischer Sicht normal zu sein. Um hier vielleicht einen abschließenden Vergleich zum Thema Kinsey und seiner Forschung und dem Vergleich zu den Säugetieren zu finden. Eine Kuh entwickelt sich nach der Geburt auch schneller als ein Mensch und kann schneller auf eigenen Beinen stehen und laufen. Jedoch sehen wir einen Menschen und eine Kuh nicht als gleich an, nur weil beide Säugetiere sind. All diese Ergebnisse und Ereignisse im Zusammenhang mit Alfred Kinsey prägten jedoch noch nicht den Feminismus bzw. etwas konkreter den zweite Welle Feminismus der 1960er Jahre. Dieser beschäftigte sich weitestgehend damit, die Frau als eigenstehendes Individuum in der Gesellschaft präsenter zu machen. Dennoch zeigte sich, dass die Gesellschaft wesentlich promiskuitiver ist, als man bisher angenommen hatte. Es wurde nur nicht darüber geredet in der konservativen Welt. Aufbauend auf der Sexualforschung gibt es einen weiteren Sexualforscher, der im Rahmen der Regenbogen-Ideologie der sexuellen Vielfalt und Entfaltung genannt werden muss. Hierbei ist John Money die Person, auf der Identifizierungswahn beruht. Denn in seiner Forschungsarbeit war nicht etwa die körperliche Sexualität der relevante Aspekt, sondern eher die Geschlechtsidentität. Dabei war seine Zielsetzung zu zeigen, dass es keinen Unterschied im Wesen zwischen Jungen und Mädchen gibt und männliches respektive weibliches Verhalten nur erlernt wurde durch die Gesellschaft. Ja, vielmehr durch eine Gesellschaft, die einem Menschen vorschreibt, wie er sich aufgrund seines physischen Geschlechts verhalten muss. Im Jahr 1966 gründete Money also eine Klinik, die sich auf die Geschlechtsidentität und auf geschlechtsangleichende Operationen spezialisierte. Dabei beschreibt Angleichen die Operation von zum Beispiel einem biologisch männlichen Menschen zu einer Frau, weil er sich eben als eine Frau identifiziert. Seine bekannteste Arbeit kennen wir unter der Zwillingsstudie. Die Probanden der Studie waren David und Brian Reamer.
Davids Genital wurde bei einer Beschneidung so stark beschädigt, dass die Ärzte entschieden, den Penis zu entfernen. Basierend auf der Angst der Eltern, dass David Reamer so nie als normaler Junge aufwachsen könne, beschlossen sie sich, an den Experten für Sexualforschung zu wenden. So kontaktierten sie John Money. Die Hoffnung war, dass man es irgendwie schaffen könne, David als Mädchen großzuziehen. Auch ein Money sah dies als machbar an und schlug vor, die Hoden operativ zu entfernen und den Hodensack zu Schamlippen umzuformen, sodass das äußere Geschlecht der aufgezwungenen Identität des Jungen entspreche. So nannten die Reamers David ab sofort an nur noch Brenda und ließen ihn im Glauben, dass er ein Mädchen sei. Es fanden permanent Kontrollen der beiden Zwillinge durch Money statt, wo er anhand der Entwicklung der beiden Zwillinge Studien durchführte. Zu diesen Kontrollen gehörte ebenfalls die Begutachtung der nackten Körper und die Tatsache, dass er die beiden Zwillinge dazu zwang, aus rein medizinischen Gründen Sexstellungen aneinander auszuüben. Diese Stellungen dokumentierte er dann mit Fotos und entsprechenden Notizen. Dass das Leben der Reamers dabei mehr und mehr aus den Bahnen geriet, bemerkte zunächst niemand. Brenda und ihr Bruder mussten regelmäßig Therapiesitzungen bei John Money in Baltimore besuchen. Horrortreffen. Die beiden Kinder tief traumatisiert. Ihnen eindeutig sexuelle Bilder zu zeigen, stand anscheinend im Mittelpunkt von Moneys Theorie zur Neubestimmung des Geschlechts. David Reamer erinnert sich, damals noch als Brenda, von Money angeschrien worden zu sein. Er sagte mir, ich solle mich ausziehen, aber ich tat das einfach nicht. Ich dachte, er würde mich schlagen. Schließlich zog ich mich doch aus und stand zitternd da. Das Zwillingsexperiment stempelte Money selbst als großen Erfolg ab, denn Brenda wurden im Laufe der Entwicklung noch weibliche Hormone verabreicht, damit auch das äußere Erscheinungsbild deckungsgleich mit der Identität ist. Somit galt für Money dieses Experiment als Beweis dafür, dass das biologische und physische Geschlecht in keinerlei Zusammenhang zu der Geschlechtsidentität stehe. In der Öffentlichkeit feierte Money sein Experiment als bahnbrechenden Erfolg. Sogar das Nachrichtenmagazin Time fiel auf ihn und seine Studien herein und jubelte. Dieser dramatische Fall unterstützt eine wichtige Behauptung der Frauenbewegung, dass konventionelle Muster männlichen und weiblichen Verhaltens sich verändern lassen. Auch dieses Experiment sollte den zweite Welle Feminismus beeinflussen, jedoch viel stärker als das Ergebnis des Kinsey Reports. Diese Ergebnisse, zumindest die, die so bejubelt wurden von Money und einigen Medien und gleichgesinnten Forschern, bildeten das zentrale Element im dritte Welle Feminismus. Eben jene Art von Feminismus, den sogenannten Queerfeminismus, der immer präsenter wird in unserer Gesellschaft. Es wird hierbei bewusst ignoriert, wie dieses Zwillingsexperiment jedoch ausging. Als Brenda ins Teenageralter kam, hatte sie mindestens einen Selbstmordversuch hinter sich. Sie lehnte ihren Körper immer mehr ab, ohne zu wissen warum. Trotzdem erklärte sie sich bereit, Östrogene zu nehmen, damit ihr, wie es sich für ein Mädchen gehört, endlich Brüste wachsen würden. 1980 sollte Brenda von ihrem Vater die Wahrheit erfahren, warum sie ihren Körper so ablehnte. Brenda entschied sich daraufhin für eine Geschlechtsumwandlung und nahm wieder den Namen David an. Wenn uns dieses Experiment etwas gezeigt hat, dann, dass das Geschlecht und die im Rahmen der Forschung erschaffene Bezeichnung Geschlechtsidentität wohl stärker zusammenhängen, als man vermutet hätte. Dennoch baut auf diesem Experiment eine gesamte Ideologie auf, die eben Geschlechtsidentität und Frühsexualisierung in den Vordergrund stellt. Es fiel jetzt vermehrt der Begriff Feminismus und wie eben dieser durch die Experimente an der menschlichen Sexualität, ob psychischer oder rein physischer Natur, verändert wurde. Wir werden den Begriff des Feminismus und des Queerfeminismus jetzt etwas genauer betrachten und sehen, worin sie sich unterscheiden und Beispiele für diese Differenzen aufzeigen. Das Modell des Feminismus wird aktuell in drei Wellen unterteilt. Die Sichtbarmachung der Frau als aktives Mitglied in der Gesellschaft, das ist üblicherweise dem ersten Welle-Feminismus zuzuordnen. Dieser startete Mitte 19. Jahrhundert und bekämpfte unter anderem die Doppelmoral, dass weibliche Prostituierte auf Geschlechtskrankheiten kontrolliert wurden, ihre männlichen Kunden jedoch nicht. Die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern war es, was die Frauen innerhalb des ersten Welle-Feminismus antrieb. So war eine weitere Forderung, dass Frauen eben auch zu politischen Wahlen zugelassen werden sollten. Mit den 1920er Jahren schwächte die Feminismuswelle ab, da eben grundlegende Punkte erfüllt wurden. Zu diesen Punkten zählte auch die Zulassung zu einem Hochschulstudium Ende des 19. Jahrhunderts. Der Nationalsozialismus um 1933 blockte eine Weiterentwicklung der Forderungen im Erste-Welle-Feminismus, wodurch sich eben nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit den 1960ern und 70er Jahren der Zweite-Welle-Feminismus hervorhob. Innerhalb dieser Feminismuswelle ging es eher um die Selbstbestimmung der Frau. So waren Verhütung, Abtreibung, Sexualität, Gewalt und Missbrauchsfälle ein zentraler Debattierpunkt. Bitte haltet euch vor Augen, dass zum jetzigen Entwicklungszeitpunkt der Kinsey-Bericht bereits als Buch erschien und frei verkäuflich war, daher die Komponente der Sexualität. Jedoch sollte das, wie im vorherigen Teil gesagt, keinen allzu großen Einfluss auf die Entwicklung des Feminismus haben. Noch nicht.
Es wurde sich aber auch mit Ungleichheiten und dem Begriff Arbeit auseinandergesetzt. Angeregt durch den Kongress Lohn für Hausarbeit und das Buch Die Macht der Frau und der Umsatz der Gesellschaft von Maria Rosa della Costa und Selma James begann in Westdeutschland eine kontrovers geführte feministische Diskussion um den Charakter von Hausarbeit und deren Funktion für die Reproduktion. In der damals entstehenden Frauenforschung ging es darum, die bis dahin unsichtbare private Arbeit von Frauen sichtbar zu machen. Die wohl bekannteste deutsche Feministin Alice Schwarzer schreibt sich eben diesem zweite Welle Feminismus zu. Der Grundgedanke ist hierbei ganz einfach zusammengefasst. Wir sind Frauen und möchten als Frauen angesehen werden, aber das Ansehen wie Männer genießen. Diese Ansichten können definitiv kritisiert werden, darum soll es hier aber gar nicht gehen. Was wir mitnehmen sollten ist, dass im Fokus des ersten und zweiten Welle Feminismus die Frau, ihre Rechte und Selbstbestimmung standen. Ab Mitte der 1990er Jahre endete der zweite Welle-Feminismus und der ab dort startende dritte Welle-Feminismus beschreibt sich eher als intersektional, heteronormativ, kritisch und queer. Intersektionaler Feminismus entwickelte sich aus der Kritik von schwarzen Frauen innerhalb des schwarzen Feminismus in den USA und Europa, die den Rassismus in der Gesellschaft und auch in der Frauenbewegung kritisierten. Sie thematisierten erstmals Unterdrückung nach ethnischer Herkunft, Klassen und Geschlecht. Und ab hier werden die Forschungsarbeiten von Kinsey und Money inkludiert. Denn zu den Klassen gehören eben auch Geschlechtsidentitäten. In der Realität existieren nämlich Geschlechtsfehlbildungen. Oder wie im Zwillingsexperiment gesehen mit beschädigten Geschlechtsorganen. Und diesen Menschen wird dann eine Geschlechtsidentität zugeordnet, beziehungsweise sie ordnen sich selbst einer zu. Dazu sind nicht einmal Geschlechtsfehlbildungen nötig. Dabei muss es im modernen Queerfeminismus nicht einmal eine binäre Zugehörigkeit geben. Da diese Ideologie auf den falschen Ergebnissen des Money-Experiments beruht. So viel zur Einordnung der Feminismusarten und der Sexualexperimente innerhalb dieser Wellen. Warum beißt sich jetzt also der zweite und der dritte Welle Feminismus? Weil es in einem Modell von physischen Geschlechtern und Geschlechtsidentitäten im Queerfeminismus keinen Zusammenhang gibt. Somit kann alles und jeder eine Frau sein. Das stört de facto Anhänger des zweiten Welle Feminismus, da die Errungenschaften in erster Linie der Frau gelten sollten und nicht Männern, die sich um Vorteile zu bekommen als Frauen identifizieren. Um also die Diskrepanz zwischen Feminismus und Queerfeminismus besser verstehen zu können, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Missbrauch der Frauenquote, Feminismusinitiative attackiert Transgrüne, Partei reagiert erbost. Hierbei geht es um den grünen Politiker Markus Ganserer. Markus witterte die Chance, als Frau in den Bundestag einzuziehen und dann ein sattes Gehalt von über 10.000 Euro monatlich zu bekommen. Jedoch waren alle Plätze für die grünen Abgeordneten belegt, bis auf die Plätze, die bei den Grünen für die Frauenquote freigehalten wurden. Im dritte Welle Feminismus ist das gar kein Problem, wenn sich ein Kerl wie Markus, hier seht ihr ihn eingeblendet, eine Perücke aufsetzt und zwei Tischtennisbälle in den BH stopft. Was für einige jetzt wie ein misogynes Verhalten wirken mag, ist für andere im Queerfeminismus empowernd und selbstbestimmend. Alleine die Identifikation als Frau lässt ihn hierbei zur Frau werden, natürlich nur innerhalb des Queerfeminismus. Und somit konnte er doch noch in den Bundestag einziehen. Anhänger des zweiten Welle Feminismus sind hierbei selbstverständlich verärgert, denn nur wenn einer sagt, dass er sich als Frau identifiziert und dabei eine schlechte Perücke aufsetzt und sich den BH ausstopft, macht ihn das noch nicht zur Frau. Markus Ganserer würde echten Frauen einen Platz im Bundestag wegnehmen. Ein Musterbeispiel für das Zusammentreffen zweier Kontinentalplatten, nur dass eine hierbei eben der Feminismus und die andere der Queerfeminismus ist. Der Fall Hogwarts Legacy zeigte uns erneut, wie toxisch diese Queerfeminismusbewegung ist. Hierbei prallte ebenfalls der klassische zweite Welle Feminismus in Person von J.K. Rowling und einer unidentifizierbaren Gruppe an Twitter-Usern und Queer-Journal-Autoren zusammen. Rowlings Fehler war, dass sie im Jahr 2020 einen Tweet absetzte, wo sie die queerfeministische Bezeichnung für Frauen, Menschen, die menstruieren, aufnahm und scherzhaft fragte, ob man ihr nicht aushelfen könne, da es doch ein wohlbekanntes Wort für eben jene Person gäbe. Das wurde natürlich gegen eine Rowling verwendet, um sie als transfeindlich darzustellen. Denn Männer, die sich versuchen, zu einer Frau umzutransitieren, werden niemals in der Lage sein zu menstruieren. Es sind dennoch Frauen im Queerfeminismus. Ein letztes Beispiel für das Aufeinandertreffen der zwei unterschiedlichen Ideologien ist die Tatsache, dass es in den USA sogar so weit gekommen ist, dass ein Mann, der gesagt hatte, dass er sich als Frau identifiziert, tatsächlich in den Frauenknast kam. Dort vergewaltigte er dann die wirklich weiblichen Insassen und wurde als Konsequenz in ein Männergefängnis versetzt. Wir haben jetzt also gesehen, worin sich die Feminismuswellen unterscheiden und wann welche Einflüsse der kranken Experimente und Forschungen Kinseys und Moneys die Ideologien beeinflusst haben. Zudem haben wir jetzt gesehen, woher eigentlich der dritte Welle Feminismus ursprünglich kommt und welche Aspekte alle dort mit einfließen. Im nächsten Schritt werden wir uns also die Kombination von Diskriminierungskonzepten ansehen, welche unter anderem auch den Queerfeminismus prägen.
Da die modifizierte Regenbogenflagge alles abdecken soll, von Sexualität über Hautfarbe über Klassenzugehörigkeit, werden hiermit unterschiedliche Konzepte von Diskriminierung vereint. Aber um dies zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurückgehen und wir schauen uns zunächst einmal an, was die unterschiedlichen Flaggen zu bedeuten haben. Die Standard-Regenbogenflagge bzw. die LGBTQI-Sternchen und Pride-Flag. Rot für die Liebe, Orange für die Heilung, Gelb für die Sonne, Grün für die Natur, Blau für die Harmonie und Lila für die Spiritualität. Ja, ein Schelm, wer Böses bei der dahinter steckenden Ideologie vermutet. Die Trans-Flagge. Blau für die Männlichkeit, Rosa für die Weiblichkeit. Sag mal, was werden hier eigentlich für stereotypische Geschlechterinteressen repräsentiert? Naja, und Weiß für eben nicht-binäre, intergeschlechtliche und Transmenschen. Die Polysexualität-Flagge. Pink für die Liebe zu Frau und Menschen, die sich als Frauen identifizieren. Grün, Liebe zu nicht-binären Menschen. Und Blau, Liebe zu Menschen, die sich als männlich identifizieren oder Männer sind. Die Flagge der Polyamorie. Blau für die Offenheit und Ehrlichkeit mit allen Partnern. Rot für die Liebe und Leidenschaft. Und dieses komische Symbol in der Mitte, was für Offenheit und Bedingungslosigkeit steht. Ja, und Schwarz für die Solidarität. Pansexualität. Alter, wie viele gibt es denn davon? Pink, Gelb, Blau. Von weiblich über nicht-binär bis männlich, nicht-binär, genderfluid, genderqueer, Bisexualität, Agechlechtlichkeit, was offenbar nicht das gleiche ist wie Asexualität, und, naja, eben die modifizierte LGBTQ-Flagge, die einmal alle diese Konzepte vereint. Hierbei decken die dreieckig angeordneten Farben die Hautfarben von Diskriminierung betroffenen marginalisierten Gruppen in der westlichen Welt ab. Somit inkludiert diese Flagge all diejenigen Gruppen, die sich besonders von Diskriminierung betroffen fühlen und exkludiert dabei weiße heterosexuelle Menschen, die eben in dieser Ideologie der Unterdrücker sind, oder um es in deren Worten zu sagen, das heteronormative Patriarchat. Wir müssen hierbei natürlich separieren zwischen von Diskriminierung betroffen und von Diskriminierung betroffen fühlen. An dieser Stelle kann das Framing natürlich einfach umgedreht werden und man kann fragen, warum man unbedingt zugehörig zu einer Opfergruppe sein möchte, beziehungsweise alles dafür tut, dass man unter deren Deckmantel genommen wird. Jegliches Scheitern ist dementsprechend einfach auf die ungerechte Behandlung der Außenwelt zurückzuführen. Um dies etwas greifbarer zu machen, schauen wir in den IAQ-Report Institutioneller Rassismus in Behörden, rassistische Wissensbestände in Polizei, Gesundheitsvorsorge und Arbeitsverwaltung. Hier finden wir eine Beschreibung des Begriffs Rassismus, die tatsächlich eine Kombination verschiedener Diskriminierungskonzepte darstellt, die auch unter der Regenbogenflagge gedeckelt sind. Rassismus ist als ein grundlegendes gesellschaftliches Ordnungsprinzip zu verstehen, welches eine ökonomische, politische und soziale Abwertung von Menschen aufgrund von willkürlich gewählten Kriterien beinhaltet. Unterstellt werden dabei stets unterschiedliche Merkmale und Eigenschaften, mit Hilfe derer eine Grenze zwischen wir und den anderen gezogen wird. Birgit Rommelsbacher beschreibt Rassismus entlang von Prozessen der Naturalisierung, Homogenisierung, Polarisierung und Hierarchisierung. Über biologistische und/oder kulturalisierende Zuschreibung werden vermeintlich homogene Gruppen als unveränderlich und natürlich konstruiert, die den vielen im Sinne einer Polarisierung gegenüberstehen, wodurch gesellschaftliche Hierarchien legitimiert werden. Dieser Konstruktionsprozess erfolgt auf Basis verbreiteter gesellschaftlicher Wissensbestände, die damit auch reproduziert werden. Terkesides spricht in diesem Zusammenhang von rassistischen Wissensbeständen. Rassismus ist somit nicht mehr als ein individuelles Fehlverhalten Einzelner zu verstehen, sondern als ein gesellschaftliches Verhältnis im Sinne eines Systems von Diskursen und Praxen, die Machtverhältnisse reproduzieren. Darüber hinaus ist Rassismus mit weiteren Machtverhältnissen, etwa Sexismus, verflochten. Genderforscher weisen dabei auf die Gemeinsamkeiten, aber auch auf Unterschiede von Rassismus und Sexismus hin. Eine geschlechtsspezifische Perspektive auf Rassismus ist im deutschsprachigen Raum, anders als im angloamerikanischen Raum, bislang allerdings nicht etabliert. Der in dem Report diskutierte Diskriminierungsrahmen lag auf dem Schwerpunkt Rassismus. Dennoch ist dies eben wieder ein Zusammenschluss aus mehreren Diskriminierungsmodellen, wie eben der Sexismus oder der Klassismus und viele mehr. Um uns hier einmal greifbare Beispiele für das Vermischen dieser Diskriminierungen anzusehen, schauen wir auf die Bewegungen Fridays for Future und Extinction Rebellion. Die Musikerin Ronja Malzahn wurde von der Organisation Fridays for Future für einen Auftritt mit ihrer Band gebucht. Fridays for Future hat aber eben nicht nur auf der Agenda den Klimawandel stehen, sondern sehen wir hierbei auch den Regenbogen. Was hat eine Flagge, die als Pride Flag bezeichnet wird, also offiziell im übergeordneten Narrativ für die Sichtbarmachung verschiedener Sexualitäten steht, also bei einer Demonstration zu suchen, die für eine konsequentere Klimapolitik steht? Weil wir hier ein Musterbeispiel für die Kombination verschiedener Diskriminierungen sehen. Die Leute, die Fridays for Future mittlerweile leiten, haben konkretere Ziele als die Verhinderung atmosphärischer Veränderungen. Und diese Ziele inkludieren auch die Nutzung verschiedener Diskriminierungskonzepte, wie zum Beispiel Rassismus. So wurde Ronja Malzahn wegen ihrer Dreadlocks Rassismus vorgeworfen, aufgrund kultureller Aneignung. Und sie wurde von der Veranstaltung ausgeladen. Aber einen kleinen Lichtblick auf einen möglichen Auftritt hat man ihr gelassen. Sie dürfe auftreten, wenn sie sich bis zum Auftritt die Dreadlocks abschneide.
Wir sehen hier wieder einmal, wie sehr der Queerfeminismus dem Feminismus aufgrund der riesigen dahinterstehenden Gruppe überlegen ist. Hieß es im Zweite Welle-Feminismus noch, dass man für die Selbstbestimmung der Frau kämpfe, damit diese tragen kann, was sie möchte, hat sie sich im Queerfeminismus einer klaren Hierarchie unterzuordnen. Dabei stehen fremde Kulturen, sofern die Frau weiß ist, noch einmal über der Frau selbst. Selbstbestimmung funktioniert hier nur so lange, wie keine anderen Gefühle von auch gar nicht anwesenden Personen oder Personengruppen verletzt werden. Dabei muss die Person oder Personengruppe nicht zwingend für sich selbst sprechen. Ein weiteres Beispiel für die Kombination von Diskriminierungskonzepten ist der alljährliche Karneval, der seit Jahren für eine sich wiederholende Debatte über rassistische oder sexistische Kostüme sorgt. Ein Klassiker ist hierbei die Indianer-Kostümdebatte, wo sogar Indianer selbst sagen, dass sie das echt cool finden. Der White Saviorism, oder anders gesagt der queerfeministische Cancel-Apparat, spricht hier über die Bedürfnisse einer aus deren Sicht schützenswerten Gruppe hinaus, da diese Kostüme eben Diskriminierungsmodelle, die innerhalb der modifizierten Regenbogenflagge abgedeckelt sind, ansprechen. Das haben wir bei dem Bäcker aus Heilbronn gesehen. Dieser verzierte seine süßen Backwaren mit kleinen Personen verschiedener Farben. Auch dies fällt unter das Diskriminierungskonzept, was unter der modifizierten Regenbogenflagge gedeckelt ist. Aber auch Diskriminierung gegenüber Transleuten wird hier berücksichtigt. Natürlich. Dazu haben wir bereits den Fall J.K. Rowling diskutiert. Aber ein viel alltäglicher Fall ist der folgende. Es gibt öffentlich-rechtliche Dokumentationen darüber, dass es transphob ist, wenn man als Mann oder Frau kein entsprechendes Trans-Gegenstück daten möchte. Hierzu nimmt uns Reporter mit und versucht uns zu erklären, warum es okay ist, zum Beispiel als Mann eine Transfrau zu daten, da sie technisch gesehen jetzt eine Frau ist, weil sie sich so fühlt. Dass es nicht um die Identität geht, sondern vielmehr um die Organe, die zum Beispiel zur Reproduktion beitragen, wird hier an jeder Stelle ausgeblendet. Stattdessen wird versucht, die Gegenbewegung super straight als rechts darzustellen. Allerdings muss man verstehen, dass diese Bewegung aus einem Witz resultierte, da der Typ, der das mal gesagt hatte, sagte, dass er sich jetzt nicht mehr als straight, sondern als super straight identifiziert, um den Transfrauen-Ding aus dem Weg zu gehen. Das Ding ist hier sowohl buchstäblich als auch metaphorisch gemeint. Ich bin in den letzten Wochen auf eine neue Community gestoßen. Männer, die sagen, sie sind super straight. Das heißt, sie daten kategorisch keine Transfrauen, sondern nur Frauen, die schon bei Geburt dieses Geschlecht hatten. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Das ist etwas so, das wird eine Blockade in mir auslösen. Für mich ist das dann halt trotzdem so, als wäre das ein Mann. Eigentlich ja Privatsache, aber da ist eben eine echte Bewegung entstanden. Mit eigenen Hashtags, einer Flagge und Männern, die sogar ihr Coming Out als super straight feiern. Ich verstehe nicht, warum es eine Bewegung braucht, nur um mir abzusprechen, dass ich eine Frau bin. Super straight ist für mich als Bewegung transphob, ganz klar. Die Tatsache, besonders der Punkt, dass das Wohl einer unidentifizierten Gruppe wohlmöglich gefährdet ist im Sinne von einer möglichen Verletzung der Gefühle dieser Person oder dieser Gruppe aufgrund der Selbstbestimmung einer anderen Person bezüglich ihres Aussehens, bringt uns zu unserem nächsten Punkt. Boah, ziemlich langer Satz. Die Täter-Opfer-Pyramide innerhalb der Regenbogen-Ideologie. Hierarchische Machtgefüge sollen eliminiert werden. Deshalb bekommen wir so oft zu hören, dass der Kapitalismus abgeschafft werden muss und ersetzt werden soll durch den Sozialismus. Das sind Schlüsselindustrien wie RWE, wie Großkonzerne enteignen und mit den Gewinnen von diesen Konzernen, die gerade auch noch Übergewinne einstreichen, muss die Energiewende finanziert werden. Es kann nicht sein, dass diese Krise auf dem Rücken von vielen ausgetragen werden, während Konzerne Milliarden Gewinne machen. Das ist ganz klar keine Energiekrise, es ist eine kapitalistische Verteilungskrise. Okay, also Kapitalismus abschaffen? Ja. Und was soll anstelle dessen kommen? Anstelle dessen müssen wir uns überlegen, wie wir unsere Wirtschaft demokratisch gestalten können. Wir müssen uns überlegen, was wir für ein gutes Leben für alle bekommen. Kommunismus? Wir müssen auch über Konzepte wie Kommunismus nachdenken. Gerade kehren der Lila und der pinke Finger zurück ins Camp und sie lassen sich krass feuern. Trotzdem, wir sind noch nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Lasst die Gefangenen frei. Unsere Solidarität gegen ihre Repression. Und trotzdem, trotz dieser scheiß Polizeigewalt heute, haben wir es geschafft, unsere Aktionsziele zu erreichen. We shut down Bullshit Industries, solange der scheiß fossile Kapitalismus am Werk ist. Mit uns ist zu rechnen. Auf geht's, ab geht's, Ende Gelände. Die Aufnahmen, die wir hier gerade gesehen haben, sind im Rahmen des System Change Camp, einem Klimaaktivismus-Camp gemacht worden, betrieben von Organisationen, die den Regenbogen mit in ihr Branding integriert haben. Wir können also sagen, dass der Gedanke der Einführung von Sozialismus bzw. die Abschaffung von Kapitalismus und der Regenbogen Hand in Hand gehen. Vielmehr noch,
Der Regenbogen beschreibt genau dieses Gedankengut. Stattdessen werden konträr zu den als Feind ausgestellten hierarchischen Machtgefügen neue Hierarchien implementiert. Jedoch handelt es sich hierbei um Opfer- bzw. Diskriminierungshierarchien. Dass diese am Ende auch wieder nur eine Machthierarchie darstellen, lassen wir für die Einführung der Täter-Opfer-Pyramide zunächst noch außen vor. Wir haben in dem vorherigen Kapitel gesehen, dass jegliche Arten von definierter Diskriminierung miteinander gekoppelt sind. Und diese finden wir im Pyramidenmodell wieder. Hierbei wurde die Opfergruppenzugehörigkeit zu einem sozialen Standard gemacht. Dabei ist die Identifikation und die Herkunft der jeweiligen Personengruppe entscheidend. Es ist nicht willkürlich, dass ganz oben in der Pyramide der LGBTQI-Community zugehörige BIPOCs stehen. Diese können von den beschriebenen Diskriminierungsarten wie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit oder Islamophobie bzw. der sogenannte anti-islamische Rassismus betroffen sein. Unterhalb dieser Gruppe stehen im sozialen Gefüge also dann BIPOCs, die nicht der LGBT-Community zugehörig sind. Hierbei muss man noch ein weiteres Mal unterteilen. In Frauen, die eben von allen vorherigen genannten Diskriminierungsarten betroffen sein können, außer der Queerfeindlichkeit, da diese heterosexuell sind. Und unterhalb der BIPOC-Frauen finden wir BIPOC-Männer. Diese sind nicht mehr vom Sexismus betroffen. Wiefern dieses BIPOC-Modell in Europa Sinn ergibt, sei jetzt mal dahingestellt. Denn das I in BIPOC steht für Indigenous, also indigen. Und die indigenen Einwohner Europas sind nun mal Weiße. Unterhalb der BIPOCs finden wir weiße Personen, die zur LGBT-Community zugehörig sind. Diese erleben zwar Sexismus und Queerfeindlichkeit, jedoch fällt hierbei die schwerer gewichtete Diskriminierung durch Rassismus weg. Unterhalb dieser Gruppe finden wir die letzte Opfergruppe in diesem Modell, weiße heterosexuelle Frauen. Diese können zwar Sexismus erleben, jedoch ist dies die einzige Diskriminierungsart, die diese erfahren können. Daher werden sie in der Opferpyramide nach ganz unten geordnet. Also, nachdem die Positionen innerhalb der Opferpyramide soweit klar sind, fehlt nur noch der Täter. Und diesen Täter finden wir gemäß der Regenbogenideologie in welcher genau definierten Gruppe? Im Patriarchat, das ausschließlich aus weißen, heterosexuellen Männern besteht. Und mit dem Einfügen dieser Gruppe haben wir wieder eine hierarchische Machtordnung. In diesem Fall können Gruppen, die von möglichen Diskriminierungsarten betroffen sind, Druck auf die darunterliegenden Gruppen ausüben. Wo macht sich im Alltag also jetzt dieses Modell bemerkbar? Ja, etwa in Dokumentationen, die mit oder von Personen, die Teil der Regenbogenideologie sind, produziert wurden. Wir haben hier Thelma Buabeng und Tariq Kesfu, die uns in einer Dokumentation zeigen wollen, was genau die weißen Privilegien sind, die in unserem Pyramidenmodell der untersten Sparte, den weißen heterosexuellen Männern, zugeschrieben werden. Die Privilegien sind, dass man sich als weißer Mensch darüber im Klaren ist. Und das ist das Problem, dass viele sagen, ich bin gar nicht privilegiert, ich muss auch viel arbeiten, ich habe gar keine Kohle. Nee, that's not the point. Es geht nicht darum, wie viel Geld du verdienst, sondern dein Gott, Universum, Göttinnen gegebenes Leben, das du führst, ist sozusagen einfach privilegiert, weil du ein weißer Mensch bist. Hierbei endet die Erklärung der Privilegien damit, dass es Gott oder Universum gegeben ist, weiß zu sein. Durchaus prägnantere Beispiele finden wir in dem Umgang mit Tätern aus der Pyramide, die eine Gruppe von hierarchisch unter ihnen angeordneten Menschen attackiert und verletzten. So werden diese Täter gar nicht mehr als das beschrieben, was den Angriff eventuell erklären könnte bzw. Muster aufwerfen lässt. So werden mögliche Migrationshintergründe bei Tätern nicht mehr mit aufgenommen, um diese nicht rassistisch zu verletzen oder um keine Stereotypisierung in der Bevölkerung aufkommen zu lassen. Nächstes Beispiel für die Verschleierung der Identität des Täters war bei dem Messerangriff im RE70 zwischen Hamburg und Kiel. Hierbei griff ein 33-jähriger staatenloser Palästinenser Jugendliche mit einem Messer im Zug an. Der NDR wollte allerdings nicht über Details des Täters berichten. Man wolle keine rassistischen Stereotype bedienen. Ein weiterer Fall, bei dem man sich dieser Opferzugehörigkeit bediente, sahen wir bei Gil Ofarim und dem angeblichen Antisemitismus-Skandal innerhalb des Best Western Hotels. Hierbei soll ein Hotelangestellter Ofarim antisemitisch beleidigt haben. Dies machte er über Instagram publik und zeigte sich aufgelöst vor der Kamera, kaum glaubend, was ihm gerade passiert sei. Es zeigte sich allerdings im Nachhinein bei den Ermittlungen, dass es diese Attacke nie gegeben und Ofarim diesen ganzen Vorfall nur herbeifantasiert hatte. Ein perfektes Beispiel für den Versuch des Ausübens der Diskriminierungsmachthierarchien, um daraus einen persönlichen Vorteil zu ziehen. Ein letztes Beispiel für die Macht, die von diesem Modell ausgeht, sehen wir in der Politik, wo es immer mehr in Richtung einer Frauenquote und sogar einer Migrantenquote geht. Dass dieses Quotenmodell eine inhärente Sexismus- und Rassismuskomponente mit sich bringt, wird hierbei von der Politik völlig ignoriert. 35% Migrantenquote in Berlin. So will Rot-Rot-Grün den öffentlichen Dienst vielfältiger machen.
Ich bin gespannt, wie der in der Regenbogenideologie enthaltene Wahn zur Vielfalt und Diversifizierung in der deutschen Mittelschicht ankommt, wenn es heißt, dass du den Job nicht bekommen hast, da du entweder nicht das richtige Geschlecht hast oder nicht die richtige Hautfarbe besitzt. Ab hier ist es nicht mehr weit, dass wir über Quoten sprechen, die das Geschlechtsidentitätsspektrum zu einem breiten Teil repräsentieren sollen. Man stelle sich beispielhaft und scherzhaft von mir gemeint, aber dennoch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit einmal vor, dass Unternehmen eine Transquote einführen und du den Job eventuell bekommen würdest, wenn du dich einer Geschlechtsoperation unterziehst. Diversität und Vielfalt schlägt Selbstbestimmung. In den vorherigen Kapiteln ging es vermehrt um die Opferklassenzugehörigkeit und eine neue Hierarchie in Machtstrukturen. Ab jetzt werden wir uns allerdings die sexuelle Komponente des Regenbogens ansehen. Denn wie wir immer gesagt bekommen, geht es ja ausschließlich darum, dass jeder seine Sexualität so ausleben kann, wie er möchte. Ja, und das ist hier auch leider Programm. Mit der Hintergrundgeschichte haben wir gesehen, dass auch immer wieder Kinder mit in die Regenbogenideologie hereingezogen werden. So spricht man in deren Kreisen zum Beispiel gar nicht mehr von Pädophilie, sondern benutzt den Begriff Pädosexualität. Oder im Englischen wird auch von Minor Attracted Person gesprochen. Sex mit Kindern. Oder um eine Stufe unterhalb zu bleiben, eine Frühsexualisierung von Kindern ist dabei leider ein sehr präsentes Thema innerhalb des Regenbogens. Von einer Frühsexualisierung von Kindern will man hier aber partout nicht sprechen, da es nur unbegründete Ängste von Eltern seien. Diese Haltung gegenüber der frühkindlichen Sexualaufklärung wird dann gemäß des Artikels Aufklärung über sexuelle Vielfalt führt das zu Frühsexualisierung zu einer queerfeindlichen und toxischen Haltung gemacht. Eine Haltung, die traditionelle Rollen- und Geschlechterbilder propagiert. Diese Gedanken schwappen immer mehr in die Pädagogik. Und es werden diesbezüglich gesonderte Ratgeber für die Frühsexualisierung von Kindern erstellt. Eines davon ist Sexualpädagogik der Vielfalt. In diesem Lehrbuch werden Konzepte wie Übungen und Rollenspiele vorgestellt, um den Kindern Sexualität näher zu bringen. Eine dieser Übungen sieht vor, dass 10-Jährige zu Musiktanzen ihre Lieblingsstellungen oder Sexualpraktiken auch mit Erwachsenen zeigen sollen. Eine weitere Übung für 10-Jährige sieht vor, dass diese sich in separaten Räumen, die von außen nicht einsehbar sind, gegenseitig massieren, damit verschiedene Streichpunkte erkannt werden. Bei Bedarf werden diese Massagetechniken von Pädagogen vorgeführt. Dabei wird offen gelassen, ob die andere beteiligte Partei ebenfalls ein Pädagoge oder eines der Kinder ist. Im selben Ratgeber finden wir auch noch weitere Übungen für 12-Jährige, mit denen ein Sexquiz veranstaltet wird, mit Fragen wie zum Beispiel ein Gangbang funktioniert. Weitere interaktive Übungen fordern die Schüler dazu auf, laut und lustvoll zu stöhnen. Wir gehen allerdings einen Schritt zurück, was die Altersgruppe angeht, und blicken auf das Konzept der ersten schwul-lesbischen Kita in Berlin. Hierbei ist geplant, dass diese Kita vermehrt Kinder aus Haushalten, die sich zur LGBT-Community zählen, aufnehmen soll. Aber auch Kinder aus Familien, die der Regenbogen-Ideologie nahestehen, sollen in dem Kindergarten aufgenommen werden. Welches Gedankengut in Kindereinrichtungen verbreitet werden kann, welche den Schwerpunkt auf Sexualität legen, haben wir gerade bereits gesehen. Und weitere Beispiele werden noch folgen. Diese Möglichkeit, mit fremden Kindern sexuelle Interaktionen wie eben die beschriebene lustvolle Massage zum Erkennen von Streichpunkten ausführen zu können, zieht mit hoher Wahrscheinlichkeit Pädophile in kinderbetreuende Berufe. So war es wenig überraschend, dass in dem Vorstand der LGBT-Kita der pädophilen Verfechter Rüdiger Lautmann sitzen sollte. Lautmann war unter anderem dafür bekannt, dass er das Buch Die Lust am Kind – Porträt des Pädophilen veröffentlichte. In diesem Buch schrieb er über mögliche Gedanken und Handlungen aus Sicht einer pädophilen Person. Der Gedanke liegt nahe, dass dieses Buch eben die eigene Vorstellung von der sexuellen Berührung von Kindern darstellt. Das war allerdings noch nicht alles, denn Lautmann war Ende der 70er Jahre mit an der Antragstellung bezüglich der Streichung von § 176 beteiligt. Der Paragraph besagt, dass sexuelle Handlungen an Kinder unter 14 Jahren unter Strafe stehen. Welch ein Zufall, dass diese Person, die aufgrund der Vergangenheit in der Öffentlichkeit bereits überall verbrannt sein sollte, dennoch der richtige Kandidat für die Leitung eines LGBT-Kindergartens ist. Zudem sehen wir Rüdiger Lautmann im Talkformat bei der Taz zum Thema Queeraktivismus vor 100 Jahren, gedeckelt unter der Regenbogenflagge. Für ein weiteres Beispiel schauen wir in die USA. Hier bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es in einigen Schulbibliotheken Bücher mit sexuellen Inhalten gibt. Hierbei begrenzen sich diese Inhalte aber nicht nur auf simple zweigeschlechtliche Biologie, sondern sind es eher fiktive Romane, die Sex von Erwachsenen und Kindern darstellen, sowie Pädophilie zwischen Lehrern und Schülern und grafisch detaillierte Sexszenen zwischen Minderjährigen und sexuelle Belästigung zwischen minderjährigen und erwachsenen Charakteren. Diese Bücher stehen Schülern ab 10 Jahren frei zur Verfügung.
Die gerade vorgestellten Methoden der Frühsexualisierung, eben durch pädagogische Lehrbücher oder Kitas, wo dementsprechende Pädagogik angewandt wird, verfolgen allerdings einen übergeordneten Zweck, die Umerziehung der Jugend. Um dies genauer zu erklären, werden wir uns jetzt einige Beispiele ansehen. Hierbei schauen wir uns ausschließlich Aspekte an, die der Regenbogenideologie zugeordnet werden können. Ein bestimmtes Verhalten wird Kindern so beigebracht, indem die nicht gewünschte Reaktion der Kinder sanktioniert wird. Das bedeutet, es gibt Strafen. Wie diese Strafen aussehen, ist von Situation zu Situation anders zu bewerten. Wir teilen dieses Kapitel in zwei Teile. Zunächst die Umerziehung bezogen auf Sexualität bzw. Transsexualität und im zweiten Teil auf die Gendersprache. Wir finden Dutzende moderne Kinderbücher und Lehrspiele für Kinder, die darauf ausgelegt sind, die Kinder in sexueller Hinsicht zu erziehen. Hierbei gibt es natürlich eine Überschneidung mit der Frühsexualisierung von Kindern. Innerhalb des Regenbogenportals, ja, auch hier ist der Regenbogen wieder ganz offen im Titel, finden wir eine Vielzahl an Materialien, die eigens dafür erstellt wurden, damit man sie mit Kindern erproben kann. Dabei steckt innerhalb dieser Medien ein inhärenter Pull-Faktor, der den Kindern zeigt, wie toll es doch ist, sich vielleicht mal hinsichtlich der Sexualität ein bisschen auszuprobieren. Dass wir hierbei immer noch von Kindern im Vorschulalter sprechen, hat absolut keine Relevanz. Zudem wird in diesen Medien auch gezeigt, dass man, sofern man, um auf das Kapitel 4, die Täter-Opfer-Pyramide, zurückzukommen, sich in einer höher gestellten Opfergruppe zugehörig fühlt, man etwas Besonderes in der Außenwahrnehmung ist. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass man nicht der böse Diskriminierer sein möchte, der in dem Pyramidenmodell die unterste Stufe der Machthierarchie abbildet. Somit kann man dem Kind das Pyramidenmodell als eine Art Hierarchie von Gut und Böse beibringen. Es kommt nur darauf an, wie man es dem Kind verkauft. Und ich bitte euch, es sind halt Kinder, da reicht es zu sagen, dass es böse ist, wenn man sich als die unterste Stufe der Pyramide identifiziert, weil inhärent davon Diskriminierung ausgeht. Und du willst doch auch nicht, dass man dich ärgert oder diskriminiert, nur weil du die Farbe blau magst, oder Julian? Nun, über dieses Problem muss sich Julian ab sofort keine Gedanken mehr machen, denn Julian ist jetzt eine wunderschöne, offene, nette und tolerante Meerjungfrau. Julian ist eine Meerjungfrau, ist also eines der pädagogischen Lehrbücher für die Inklusion LGBTQ-Inhalte in den Alltag einer Vorschulgruppe. Es eignet sich für Kinder ab 4 Jahren, so wird es beworben auf dem Regenbogenportal. Lass uns kurz auf das Inhaltliche eingehen. Julian ist ein schwarzer Junge, der eine Meerjungfrau sein möchte. In einer Schlüsselszene steht Julian vor seiner Großmutter, in weißer Unterhose und die Spitzengardinen um sich gehüllt, ein paar rausgerissene Fahne auf dem Kopf und Lippenstift am Mund. Die Oma ist überrascht und kommt darauf mit einer Goldkette an, nur um dann zu sagen, dass Julian der sein kann, der er ist. Ja. Zuckersüß. Dabei ist die Meerjungfrau nur ein Platzhalter für eine Transition des kleinen Jungen zu einer Frau. Viel interessanter wird es jedoch, wenn wir einen Blick auf die begleitenden Lehrmaterialien zu dem Buch werfen. Dabei wird klar darauf hingewiesen, dass man Kinder eben in diesem Alter schon bewusst beeinflussen kann für ihre spätere Entwicklung und deshalb erstellen sie diese Inhalte. Die Lehrkräfte der Vorschulgruppe sollen hierbei gemäß einem Leitfaden handeln. Sie müssen anerkennen, dass es Rassismus eben in der Form wie in Kapitel 3 definiert gibt und dass dieser von einer Unterdrückerrasse ausgeht. Aussagen wie, ich sehe keine Hautfarbe, oder für mich sind alle Menschen gleich, werden hierbei kritisch geahndet. Man soll den Kindern klar machen, dass, sofern diese nicht weiß sind, sie von Rassismus betroffen sind. Oftmals haben diese Kinder diese Machtstrukturen selbst schon erfahren aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit Adultismus, also dem ungleichen Machtverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern. Bitte denkt dran, wir reden hier immer noch von Kindern im Vorschulgruppenalter. Adultismus beschreibt also eine Gleichstellung in der Machthierarchie von Kleinkindern. Man könnte auch sagen, dass das Alter dieser keine Rolle mehr spielt und man sie wie Erwachsene behandeln und ansehen soll. Sehr komisch, dass diese Gedanken immer aus einer Richtung kommen, die mehrfach mit Pädophilie in Verbindung gebracht wird, wie wir im vorherigen Kapitel der Frühsexualisierung gesehen haben. Konkreter werden in den Lehrmaterialien noch Rückfragenkonzepte vorgestellt. Zu entsprechenden Zeitpunkten im Buch Julian ist eine Meerjungfrau soll man den Kindern Fragen stellen und ihre Aufmerksamkeit überprüfen. Dabei soll unter anderem gefragt werden, was war Julians gute Idee. Auch hier wird diese Idee bereits als gut dargestellt, wodurch den Kindern die Möglichkeit genommen wird, das Handeln von Julian zu hinterfragen und selbst zu untersuchen, warum das jetzt gut oder schlecht ist. Was denkt ihr, wie Julian sich fühlt, als er sich fertig gekleidet hat? Woran könnt ihr das erkennen? Wer von euch verkleidet sich gerne? Warum findet ihr das schön? Wenn Eltern sich gegen dieses Kinderbuch auflehnen und dies in der Kita-Gruppe bzw. bei der Leitung ansprechen, wird darauf hingewiesen, dass man sich der Diskriminierung stramm entgegensetzen soll. Hierbei wird jegliche Kritik direkt als eine Art von Diskriminierung eingeordnet. Drücken Kinder ihre Ablehnung gegenüber den Lehrinhalten aus, soll auch hier eine harte Haltung angenommen werden. Die Kinder werden vor der Gruppe damit konfrontiert, wie sie es denn finden würden, wenn man ihnen verbiete, sich als etwas zu verkleiden, was man eigentlich mag.
Was wäre, wenn euch gesagt werden würde, dass ihr nicht sein oder machen dürft oder dass ihr nicht so tun dürft, als wärt ihr XYZ? Wie würdet ihr euch dann fühlen? Eine Auflehnung des Kindes wird hier als Problem ausgemacht und es wird empfohlen, direkt mit Kontra zu antworten, anstatt Verständnis zu zeigen und zu sagen, wenn du das nicht möchtest, dann ist das auch okay. Aber was versuche ich hier Kompromisse zu finden? Ich meine, wir reden hier über das Schmackhaftmachen einer Transition für Vorschulkinder. Kommen wir zum nächsten Beispiel, der Präsentation von Transsexualität für Kinder. Die Sendung mit der Maus begleitete über mehrere Folgen einen Obdachlosen namens Erik und zeigte, wie er, höchstwahrscheinlich mit der Hilfe des Senders, es zurück ins Leben schaffte. In dem letzten Beitrag hatte sich Erik allerdings verändert, denn Erik ist jetzt eine Transfrau. Einfach so, ohne irgendwelche bekannten Vorzeichen. Kein offensichtlicher Drogenmissbrauch, nur ein Kamerateam der öffentlich-rechtlich. Ah, okay, da haben wir den Grund für die plötzliche Transition. Wobei Transition ist hierbei nicht der richtige Begriff, da Erik jetzt nur lange Haare hat und denkt, er sei eine Frau. In der Sendung heißt es dann, ihr Äußeres passt jetzt zu ihrem Inneren. Auch hierbei deckt die Sendung mit der Maus eine Altersgruppe von 4 bis 6 Jahren ab. Es wird wieder einmal einer Gruppe von sehr leicht beeinflussbaren Menschen gezeigt, dass eben die Umstellung zu einer, in diesem Fall Transperson, zur inneren Erfüllung führt, dass jedoch 41% der operierten Transgender innerhalb der ersten 10 Jahre nach der Transition einen Selbstmordversuch vollziehen, wird hierbei völlig außen vor gelassen. Ich meine, zu Recht, es ist ein Kinderprogramm. Die Seite hat immer 2 Medaillen, aber wenn man die eine schon zeigt, sollte man die andere auch zeigen. Stattdessen sehen wir Dokumentationen vom WDR, wo ein Kind zu einem Transmädchen gemacht wird, weil die Mutter eine Doku gesehen hatte und darin ihr eigenen Sohn wiedererkannt hatte. Also bei so vielen Einflüssen, speziell für Kinder, sollte man doch meinen, dass dieses Vorgehen der Institutionen Früchte trägt. Das meinen auch Forscher der Humboldt-Universität Berlin und sind dann tatsächlich überrascht, dass es in der Realität weniger Transkinder oder andere Geschlechtsidentitäten gibt, als man durch die ständige Indoktrination und Frühsexualisierung an Schulen annehmen würde. Viele Berliner Lehrkräfte unsicher bei LGBT-Themen, sexuelle Vielfalt im Unterricht eher ignoriert. Schwuchtel ist ein gängiges Schimpfwort unter Jugendlichen. Doch im Unterricht wird das Thema sexuelle Vielfalt noch immer kaum behandelt, zeigt eine Studie. Die gibt es hier nicht. So oder so ähnlich reagieren Lehrkräfte an Berliner Schulen noch immer allzu häufig, wenn sie auf die Situation von queeren Jugendlichen an ihrer Einrichtung angesprochen werden. Also auf lesbische, schwule, bisexuelle und Trans-Teenager. Was fällt euch auf? Bei der hier beschriebenen Homosexualität bzw. Bisexualität bleibt das Anerkennen seines Geschlechts vorhanden. Und Trans-Teenager sollte es gar nicht geben. Es sollten keine Unterstufenschüler auf die Idee kommen, dass sie sich einer Operation unterziehen müssen, weil sie in ihrem Körper unzufrieden sind. Und die übergeordnete Frage, die hier von den Forschern der Humboldt-Universität gestellt wird, also warum es noch so wenig Schüler gibt, die sich der LGBT-Community zugehörig fühlen, bzw. warum die Lehrer es so wenig in den Unterricht implementieren, müssen wir die Rückfrage stellen, warum das überhaupt im Unterricht thematisiert werden sollte. Auch in diesem Fall wird von oben herab, durch die Wissenschaft, da eine wissenschaftliche Institution beteiligt ist, versucht, die Sexualität von Schülern durch Lehrkonzepte zu verändern oder mindestens zu beeinflussen. Und mit wissenschaftlichen Institutionen kommen wir zum zweiten Punkt der Umerziehung. Die Einführung einer von oben verordneten Sprache, der Gendersprache. Niemand wird zum Gendern gezwungen. Oder vielleicht doch? Und wir als Team, als Fernsehgartenteam, haben aktuell so ein bisschen den Eindruck, dass jede Menge Positives los ist in der deutschen Singer-Songwriter- Innenszene, ja? Und in genau diese, nicht das Gesicht verziehen, ich muss. Allerdings lehnen 86% der Deutschen die geschlechtssensible Sprache ab. Offenbar sind also bereits die Erwachsenen, beziehungsweise die, die einen Großteil ihres Lebens mit normaler Sprache aufgezogen worden, nicht für derartige Konzepte zu begeistern. Daher müssen auch hier wieder Minderjährige und Kleinkinder mit Informationen über die geschlechtsinkludierende Sprache zugeschüttet werden. Unter anderem passiert das bei Wissen macht A, dem Wissenschaftsmagazin für Kinder. Astronomin Esther blickt in den Nachthimmel. Alles soweit normal. Doch, Moment, das ist was Neues. Tatsächlich, ein neuer Stern. Hey, ich bin der Genderstern. Wie, Genderstern? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, ich bin doch erst seit kurzem hier im Sprachkosmos. Ja, sag mal, Genderstern, was ist denn eigentlich Gendern? Oh, das kann ich dir erklären. Gendern bedeutet geschlechtergerechtere Sprache. So kann man Frauen, Männer und auch nicht-binäre Personen besser in den Sprachgebrauch mit einbeziehen. Und um das zu verstehen, was das mit dem Gendern sein soll, haben wir uns im zweiten Kapitel den Queerfeminismus angesehen. Denn innerhalb der Regenbogenideologie existiert kein von der Natur vorgegebenes binäres Geschlechtsmodell. Wie will man das einem 8-jährigen Kind eigentlich beibringen? Naja, indem man es dem Kind als Wahrheit verkauft. Dazu ein Beispiel aus How I Met Your Mother. Ted sagte immer Chameleon, weil man ihn damals mal verarscht hatte und man ihm sagte, dass man Chameleon anscheinend Chameleon ausspricht. Daniel Burnham was an architect whose ever-shifting style and aesthetic made him a true architectural chameleon. And only the most gifted chameleon could have designed classic Beaux-Arts masterpieces right alongside sleek modern flat irons. His name might as well have been Daniel Chameleon. Professor, do you mean chameleon? Betty, I'm pretty sure it's pronounced Chameleon.
So. Class dismissed. No homework for a while. Ein Test. Wenn ich von Astronomen, Bauarbeitern und Ärzten spreche, an wen denkst du da? Also, ich stelle mir die Menschen so vor. Also nur Männer. Nun, Kinder saugen es einfach auf, ohne es zu hinterfragen. Dass es sich hierbei um eine bewusste Falschdarstellung handelt, ist uns allen klar. Das generische Maskulinum hat schon immer alle Personen mit eingeschlossen und wird es auch weiterhin. Dazu zeigen Studien, dass 97% der Befragten alle Personen dort mit inkludiert sehen. Was in Beiträgen wie dem hier von Wissen macht A oftmals vermittelt wird, ist die inhärente Gruppenzugehörigkeit, sobald man einem Geschlecht angehört. So werden Männer häufiger Bauarbeiter und Frauen häufiger Altenpfleger. Ein häufiges Argument ist dann: Also ich als Frau fühle mich aber bei dem Wort Astronom auch angesprochen. Das mag sein, aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die meisten Menschen sich bei der männlichen Form häufiger Männer vorstellen. Also ist mit gemeint, nicht unbedingt mitgedacht. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Test mit euch machen. An welches Geschlecht denkt ihr, wenn ich euch diese drei Berufe nenne? Kanalreiniger, Holzfäller, Grundschullehrer. Vielleicht drehen wir es auch noch einmal rum. Kanalreinigerin, Holzfällerin, Grundschullehrerin. Oh ja, ich glaube, jetzt wird's eindeutiger, hä? In der Biologie gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die in Beiträgen wie diesem hier oftmals gar nicht berücksichtigt werden. Frauen werden nicht gezwungen, Pfleger, Grundschullehrer, Arzthelfer oder Bürokaufleute bzw. Sekretäre zu werden. Es zeigt sich allerdings ein ausgeprägtes Interesse an sozialen Berufen, wo man Interaktionen mit anderen Menschen hat. Auch hier wird wieder Diskriminierung als Pull-Faktor genutzt, im Sinne von: Verwende die Gendersprache, sonst schließt du freundliche Menschen aus. Und du willst doch auch nicht ausgeschlossen werden, oder? Ähnlich wie bei den Lehrmaterialien zu dem Buch Julian ist eine Meerjungfrau, viel härter durchgesetzt. Letzte Fälle finden wir dann an Unis, wo Studenten dazu gezwungen werden, gendersensible Sprache zu nutzen, da sonst ein Punktabzug droht. Es reicht aber nicht aus, dies nur national zu machen oder in einigen Bereichen. Nein, das Stück vom Kuchen reicht nicht aus. Wenn, dann will man die ganze Bäckerei haben. Und dazu schauen wir uns jetzt im letzten Kapitel den Universalismus an. Was passiert, wenn eine Lehre, die das Ganze, in diesem Fall die alles inkludierende Regenbogen-Ideologie, dem Einzelnen übergeordnet sein will? Diese Einzelnen können jetzt separate Individuen sein, wie du und ich, oder eine Gruppe von Leuten wie du und ich, oder eine andere, feindlich gegenüber dem Ganzen eingestellte Ideologie. Was dann passiert, zeigte sich mustergültig bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Wenn ein Team das ganze Turnier gefährdet, nur um dem Gastgeberland und vielen weiteren Ländern auf der Welt zu zeigen, dass es deren Kultur und Ideologie nicht respektiert. Es entfachte nicht nur extern, also hier in Deutschland, sondern auch teamintern bei der deutschen Nationalmannschaft eine Debatte, ob eine Regenbogenbinde getragen werden sollte oder nicht. Grund dafür sind die strengen anti-homosexuellen Gesetze in Katar und weiteren arabischen bzw. islamisch kulturalisierten Ländern. Diese Debatte wurde unterm Strich von der FIFA beendet. Die FIFA sorgte dafür, dass das Turnier seit langer Zeit mal wieder ein Turnier ohne Politisierung wurde. Allerdings gingen einige Leute hier in Deutschland an die Decke und Sportjournalisten, die dem Regenbogen zugetan sind, propagierten, dass die Spieler sich doch nach einem Tor alle auf den Mund küssen sollten, um ein Zeichen zu setzen. Warum nicht nach dem ersten Tor und jedem Tor? Es klingt verrückt, aber es ist ein Zeichen, was sie uns nicht nehmen können. Ein Kuss auf den Mund von zwei Spielern. Der Torschütze wird von jedem Spieler auf den Mund geküsst. Dass das an sexuelle Nötigung grenzt, hat man dabei völlig ausgeblendet. Was sich in dieser Debatte vor allem zeigte, war, dass die Regenbogen-Ideologie keinen Respekt vor anderen Ländern und anderen Kulturen besitzt, da das eigene Mindset das einzig Richtige ist. Für ein weiteres Beispiel des Aufzwingens der Regenbogen-Ideologie bleiben wir im Fußball und gehen ein Jahr zurück zur Europameisterschaft 2021. Hier spielte Deutschland gegen die bösen Ungarn und man hatte aufgrund des zu der Zeit verabschiedeten Homopropagandagesetzes in Ungarn gefordert, dass die Münchener Allianz Arena in Regenbogenfarben erstrahlen sollte. Hierbei sollte dieses Zeichen nicht primär für sexuelle Vielfalt stehen, sondern ein Mittelfinger in Richtung Ungarn sein. Genauso wie die Regenbogenbinde in Katar ein Mittelfinger an den arabischen Raum sein sollte. Auch wenn interessanterweise bei der WM zwar das Problem ganz klar angesprochen wurde, aber nicht die Ursache für das Problem, da hier wiederum zwei Opfergruppen aufeinandertreffen. Wir bleiben in Ungarn und schauen auf das nächste Beispiel. Ein deutsches Kinderbuch, in dem es um den Weg zur Transsexualität geht, wird eigens für den ungarischen Raum übersetzt. Das ist kein Witz. Jetzt ist es so weit gekommen, dass die Leute, die so sehr vom Regenbogen überzeugt sind, tatsächlich früh sexualisierende Kinderbücher übersetzen, damit deren Gedankengut auch über die Landesgrenzen hinausgetragen wird. Das Buch handelt von einem Jungen, der von klein auf direkt weiß, dass er kein Junge ist. Und mit klein auf meine ich wirklich direkt nach der Geburt. Nochmal, Alter, das ist kein Witz. Hier habt ihr es schwarz auf weiß. Das Buch ist so geschrieben, dass der Leser sofort weiß, dass es ein Mädchen ist, obwohl es offenbar nicht der Fall ist. Am Ende ist das Kind kurz vorm Suizid, bis es dann sagt, dass es ein Mädchen ist. Das gesamte Kinderbuch wird von Seiten
Seite zu Seite immer düsterer und depressiver. Und damit haben wir auch hier ein Musterbeispiel für den Universalismus. Diese Forderungen, die damit einhergehen, prallen jedoch an konservativen Ländern ab. Es gibt ja auch nur wenig Konsequenzen für Länder, die mehrere Autostunden bzw. Flug entfernt sind. Anders sieht es aus für nationale Unternehmen, die dem Universalismus der Regenbogensekte zum Opfer fallen. Im Kapitel 3, Kombinationen von Diskriminierungskonzepten, haben wir gesehen, dass auch mehr als nur der wirkliche Hass gegen sexuell Andersdenkende unter dem Regenbogen gedeckelt ist. So musste die Berliner Eisdiele Eiskimo ihren Namen ändern, da er rassistisch sei und dementsprechend Gefühle verletzen könne. Die Eisdiele ist jetzt nicht mehr existent. Erst Corona in Kombination mit dem Shitstorm haben dem Betreiber Zusatz zugesetzt. Ein mehr als aktuelles Beispiel ist der Universalismus rund um Hogwarts Legacy und die Präsenz von J.K. Rowling. Die Nicht-Kompatibilität des von ihr vertretenen Zweite-Welle-Feminismus und des Queer-Feminismus sorgen bei jeder Neuerscheinung aus dem Harry-Potter-Universum für einen Shitstorm. Aus der LGBT-Community hört man Stimmen, dass im Nachhinein Charaktere wie Hermine schwarz gemacht werden sollen und bekommen damit auch noch Erfolg. Denn so wurde für das Harry-Potter-Stück Harry Potter and the Cursed Child die Rolle der eigentlich weißen Hermine mit einer Schauspielerin of Color besetzt. Wir sehen also, dass man innerhalb der Regenbogenideologie mehr als nur bereit ist, das Wohl und die Selbstbestimmung des Einzelnen für ein alles verschlingendes Regenbogen-Cancel-Monster zu opfern, um verzweifelt einem nicht erreichbaren Ideal hinterherzujagen. Ach so, ja, wie erklärt ihr euch das, dass selbst ein Regenbogen gültig ist, gegen eine Bewegung, die sich für die Selbstbestimmung beim Impfen einsetzt? Kommen wir zum Fazit. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video zeigen konnte, dass das Narrativ eines Regenbogens, der nur etwas Gutes tut für alle Leute auf der Welt, nicht das ist, was man uns in den Medien präsentiert. Hierbei geht es nicht ausschließlich darum, dass Tobi und Michael in ihrem Schlafzimmer tun können, was sie wollen. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, der die Regenbogenideologie darstellt. Anhand der Hintergrundgeschichte haben wir gesehen, woher die Basis für die Geschlechtervielfalt eigentlich stammt und wie diese Basis den ursprünglichen Feminismus zum abstrusen Queerfeminismus umgewandelt hat, wo man sich verweigert, Leuten zu erklären, was denn eigentlich eine Frau ausmacht. Women only know what women are. Are you a cat? No. Can you tell me what a cat is? You want to tell us what a woman is? Wir wissen jetzt auch, dass, um bei dem Beispiel von Michael und Tobi zu bleiben, die Ablehnung ihrer intimen Erlebnisse nur ein Deckmantel ist, den man vorschieben kann, sobald man etwas unterhalb der Wasseroberfläche am Eisberg der Ideologie angreift. Natürlich ist es einfach zu sagen, hast du was gegen Homosexuelle? Dann ist es auch einfach, den Gegenüber in eine Ecke zu drängen, damit er sagt nein. Damit man sich diesen Vorwurf nicht gefallen lassen muss, hinterfragt man das ganze Modell in der Tiefe nicht weiter. Dass es hierbei eher weniger um die Präsenz des schwulen oder lesbischen Pärchens von dem angeht, haben wir jetzt also gesehen. Es kommen zu dem Diskriminierungskonzepte wie Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie dazu, die auch unter dem Regenbogen gedeckelt sind. Aus diesen verschiedenen Diskriminierungsklassen setzen sich also neue Machthierarchien zusammen, die wir in einem Pyramidenmodell zusammen entschlüsselt haben. Losgelöst von der Theorie des Regenbogens haben wir uns wirkliche Probleme angesehen, die uns aktiv betreffen. Hierbei geht es nicht mehr um Tobi und Michi von nebenan. Es geht um institutionelle Frühsexualisierung, wo komischerweise mindestens immer ein Pädophiler beteiligt ist. Was in den Institutionen dann passiert, haben wir uns in der Form der Umerziehung angeguckt und gesehen, dass es immer mehr gewollt ist, Kinder queer zu machen. Mit dem Universalismus haben wir gesehen, welche Macht diese Ideologie besitzt, dass sogar Positionen außerhalb der eigenen Grenzen angegriffen werden und welchen Erfolg man auf nationaler Ebene mit Forderungen aus der LGBT-Community haben kann. Dabei wird der Deckmantel, oi, du bist doch nur gegen Schwule, weiter als Schutzschild vorgeschoben. Was dann noch alles mit auf den Hof kommt, weiß man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Etwa wie beim trojanischen Pferd. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten, wieder definitiv kürzeren Video, aber ich wollte hier einmal alles zusammenfassen. Und selbst das ist mir bei dieser Länge nur so semi-gut gelungen. Da gibt es noch viel mehr, wenn man erstmal nachgräbt. Macht's gut.